Na noch zu hoch. Wir haben extra Zeit gelassen. Ja, kühlt eigentlich nur, wenn er dreht. Klar. Ja, ist immer eine Kühlmitteltemperatur zu hoch. Wir sind bei 105 Grad ungefähr. Lass uns noch mal drehen, bevor wir losfahren. Also es ist wirklich so, dass du kannst hier draußen rumrennen, nur mit T-Shirt. Kannst draußen rumlaufen, nur mit T-Shirt. Das ist unglaublich. Schmeiß mal das von der Pfütze raus. Der kommt hier auf den Fußboden und dann wird er eingesammelt. Das Ding ist richtig warm, ey. Alter. Da drin ist eine Bullenhitze in dem Fach. Das Handy oben drauf schwimmt schon weg. Wird langsam kälter. Da ist kein Feuerzeug mehr da. Das kann man nicht machen. Burgerkotz im Rasthaus, natürlich. Keine volle Leistung mehr.
tatsächlich im unteren Drehzahlbereich ab 1000 Umdrehungen, 1200 Umdrehungen, gibt er Gas. Merkt man. Der war nur so, weiß ich, oder 1 Grad. Wir müssen zum Glück nur bis Göttingen fahren. Schöner Wind. Alter, pass auf mal Eck hinten auf. Von 100 LKWs. Der Italiener fährt hinten korrekt raus. Einer von 100. Die restlichen Wichser fahren alle hinten drauf. Der auch. Warum? Weil sie gerade überholt werden. Von PKWs. Weil sie zu faul sind, vom Gas zu gehen, mit dem Format runterzuschalten. Nein, da wird drauf gefahren. Habe ich früher eine kurze Zeit auch gemacht. Aber es ist idiotisch, es bringt nichts. Der hier habe ich dann, weil ihn gerade ein Sprinter überholt. Seid ihr nur für Wichser, für Vollidioten. Nicht der Hamburger, der jetzt kommt. Der hat ihn überholt und der MAN-Fahrer hier, und das ist ein MAN, der findet man nicht aus. Und das ist ein Stärkchen. Fahren korrekt. Ja, ja. DGX 18440. Emil, Paula, Konrad, nein, Köln, oder? Kilo heißt das ja. Und Emil. Steht ja auch groß und breit oben. Döpke. Nette.
Manche Leute sind blind auf der Autobahn, oder wie sehe ich das? Manche geben nicht nur ihr Hirn, sondern auch ihr Sehvermögen ab. So wie der Autofahrer vorhin. Kann er nicht im Rückspiegel gucken? Seitenspiegel? Oder haben sie den geklaut auf dem Rasthof? Würde erklären, warum man zu blöd ist, nach hinten zu gucken. Und dann beschweren sich die Leute noch bei mir. Du musst dir vorstellen, du läufst mal grün um die Ampel, wirst überfahren. Und dann beschwert sich noch der Autofahrer, dass du sein Auto schmutzig gemacht hast. Sag mal, hier geht's noch? Was seid denn ihr für Autofahrer? Oder LKW-Fahrer? Wenn ich auf dem Zebrastreifen laufe, auf dem Zebrastreifen, und da kommt ein Autofahrer und beschwert sich darüber, dass ich über den Zebrastreifen gehe, ja, würde ich mein Smartphone oder mein Handy zücken, würde ein Bildchen von dem Arschloch machen, wie er gerade mit der Schnauze auf dem Zebrastreifen steht, würde zur nächsten Polizei gehen, sagen, pass mal auf, Freunde, guckt euch mal das Bild an. Oh, das ist nicht schön. Und dann hat sich der Autofahrer noch beschwert bei mir. Das geht aber natürlich mal gar nicht. Zum Autofahrer hingehen und sagen, was hast denn du für ein Problem? Ja, aber sagt er, dann chill da oben was. Und die Streifen hier auf der Straße. Du bist verpflichtet anzuhalten. Vor dem Streifen. Nicht darauf. Und wenn du mir wegen blöd kommst, gehe ich zur Polizei und mache Anzeige. Was glaubst du, was die mit dir machen? Die falten dich ein paar Mal und schmeißen dich in den Abfalleimer. Dann ist Schluss mit lustig. Fahr doch mal einen Fußgänger auf dem Zebrastreifen über den Haufen. Mach doch mal, Autofahrer, mach's doch mal. Du hast keinen Führerschein danach mehr. Das garantiert ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Mit Körperverletzung. Lustig sehen. Ein Kollege ist mit 90 über die Landstraße gebüffelt. Die Polizei hält ihn an. Sagen wir, die haben gerade überholt. Überholverbot. Wieso? Da steht doch roter LKW überholt schwarzen PKW. Hä? Dass der so schnell war, haben die gar nicht gemerkt. Mein LKW ist doch grün. Und da steht roter LKW überholt schwarzen PKW. Da waren die ja schon mal da gestanden. Hä? Die haben total übersehen, dass der 90 auf der Landstraße gefahren ist mit seinem Sattel oder Gliederzug. Das haben die total übersehen. Ja, sind auch nur Menschen. Manche davon können nach Sibirien. Und Steine klopfen. Nicht alle, aber ein paar davon. Über die Amis brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Die sind von Grund auf blöd. Die werden blöd geboren und die werden auch blöd sterben. Und der Putin sowieso. Atomwaffen aufrüsten. Hier an die Stirn klopfen. Atomwaffen aufrüsten. Na und, schieß doch. Dann schießt man zurück. Was hast du dann gewonnen? Nichts. Der eine schießt auf den anderen. Beide Länder verseucht. Atomar. Und was habt ihr gewonnen? Überleg doch mal. Was habt ihr jetzt gewonnen? Nichts. Absolut rein gar nichts. Ihr habt beide verloren. Es wird in Fallout 4 mit allen das klar. Wenn man natürlich nicht die Augen aufmacht, das komplette Land ist verseucht. Wie schön, in Fallout 4 kannst du wirklich jede Krankheit heilen. Das ist lustig. Du hast dir ein Bein gebrochen, gehst zum Arzt,
gehst raus und hast kein gebrochenes Bein mehr. Das ist cool. Das dauert vielleicht eine Minute, dann hast du das Bein wieder verheilt. Das ist cool. Schade, dass es im realen Leben nicht so ist. Das machen. Wenn du verkrüppelt bist oder tot, ist das Spiel zu Ende. Aber so weit wollen die es gar nicht kommen lassen. So weit, das wollen die nicht. Das ist ein Spiel. Man soll Spaß haben im Spiel. Realität ja, aber nicht so. Deswegen kannst du bei GTA 4 auch keine Autos richtig schrappen. Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Beispiel wäre zum Beispiel, wie heißt das Spiel? Far Cry 2 oder Far Cry 3? Far Cry 2 glaube ich, ne? Das ist krass. Der Typ kann noch nicht mal richtig springen. Ist ein Söldner, ja, kommt nach Afrika, hat Malaria. Kann nicht klettern, kann nicht springen, kann nicht gescheit Auto fahren und lappen. Auf Deutsch gesagt, bezahlt er. Weichei. Das nennt die Realität. Gut, die Animation, wie er sich irgendwas aus dem Bein rauszieht, ein Schrapnell oder aus der Hand, ja. Ist zwar lustig, sieht schön aus, ist schön blutig, das passt dann aber auch. Also Far Cry 2 ist, Fazit, wenn ich bei Far Cry 2 ein Fazit abgeben müsste, das Spiel ist für den Arsch, auf Deutsch. Weil, wenn er sich die Flaschen holt, ja, Wahnsinn. Wenn er sich die Flaschen herholt, das sieht so komisch aus, wenn er sie so herholt, als ob, Darth Vader, als ob die Dose zu ihm fliegt. Gut, die haben es probiert. Es würde auch funktionieren, wenn die Animation richtig wäre. Ne? Wenn du jetzt hingehst und greifst nach der Flasche und hältst sie fest, dann würde das besser ausschauen, als statt dass sie das Ding so in Telekinese herholen. Also ich weiß nicht. Das Spiel ist für den Arsch für mich. Oh, du guck mal, schau. Da steht ein Bahndreieck, ein anderer Bahndreieck vergessen. Kostet 20 Euro. Oder 10. Die Dinger sind teuer an der Tanke. Stell dir vor, du hast auf der Autobahn eine Panne. Stellst dein Bahndreieck auf,
der ADAC kommt zum Beispiel, der AVC oder sonst irgendeine Organisation, reveriert, wechselt dir als Spacko dein Reifen, weil du zu blöd dazu bist, dein Rad, ne, weil du hier Krawattenträger und so, bist du zu fein dazu, was in die Werkzeug in die Hand zu nehmen, also rufst du jemanden, der das für dich macht, kostet Geld. Da du Mitglied bist, scheiß drauf. Ne? Steigst du in dein Auto, Reifen ist gemacht, steigst du in dein Auto, fährst los, kommt eine Streife, hält dich an. Verkehrskontrolle. Warndreieck, Verbandskasten. Kofferraum auf. Ja, sie haben kein Warndreieck dabei. Oh, scheiße. Das steht da vorne auf der Autobahn. Ja, das kann jeder sagen. Macht 30 Euro. Was? Und dann musst du noch so, danke, ich weiß ja, was es kostet, keine Ahnung. Verwarnung. Oder sonst irgendwas. Und dann musst du noch so, danke, und dir für 40 Euro ein Warndreieck kaufen. Keine Ahnung, was sie dafür verlangen. Ja, ich würde mir auch Vorrat kaufen. Ich würde mir so 10 Stück hinten reinlegen. Wenn ich eins vergesse, macht ja nichts. Guck mal auf, Herr Machtmeister, ich habe noch 9 Stück davon. Wollen Sie eins haben? Ja, das soll ein Spack kommen. Wenn es blöd ist, zum LKW fahren. Der jetzt kommt. 6,2 Kilometer, A7, Großburg, Wedel, nach Daxa, deswegen. Nicht intelligente Logistik, heute mal nur Food-Logistik. Ich habe ECM-Störung überholt, ist ja erlaubt. Idiot. Der Roman steht bei 80 und fahren nur die Kiste. 75. Aber nichts. Ne, bringt nichts. Ich dachte, wenn ich das irgendwann rausziehe, das eventuell, aber nee, muss ich knicken. Auf der Gütersloh-Tour auch so. Kollege qualmt nur im LKW mit offenem Fenster. Wie
weiß nicht, wie es im Winter ist. Obwohl, wir haben ja Winter. Und es ist warm draußen. Es war schon kalt, muss man sagen, wo ich raus bin mit T-Shirt. Muss man so sagen, wie es ist. Aber nur... Warte mal. Aber nur... Wenn du mal überlegst, ich sitze hier in einem LKW. Hier ist es warm wie in der Sauna. Das T-Shirt ist nicht mehr... Ja, das ist nass, auf Deutsch. So, jetzt machst du die Tür auf, gehst raus, dann ist es kalt, weil das Ding ist nass, durchgeschwitzt. Jetzt stell dir vor, du fährst Motorrad und in deiner Kluft ist warm, du fängst das Schwitzen an und es wird kalt. Boah. Das ist so ein Ding. Auf der einen Seite musst du es tragen, wenn du auf die Fresse fällst, über einen Tee schlitterst. Dann hast du kein Bein mehr, wenn du normale Klamotten trägst. So, fährst du jetzt mit Motorradklamotten, dann schwitzt du in dem Ding. Dann kannst du hier über den Teer schlittern, so viel du willst. Holst dir nur eine Erkältung. Aber deine Beine sind noch dran. Das ist der Unterschied. Und das ist auch richtig so. Eine Hose muss ich mir noch kaufen. Die Jacke habe ich mir schon gekauft. Ja, ja, 110 haben wir wieder. Die Jacke habe ich mir gekauft, weil ich mal einkaufen, weil ich ja nach Aachen musste, da die Richtung. Kurz vor Aachen, Jülich sind wir gewesen. Kurz vor Aachen ist das. Und wollte ich jetzt sagen, wir waren in Aachen, genau, da habe ich mir eine Jacke gekauft davor, weil ich mir gesagt habe, es könnte kalt werden auf der Bahn. Da habe ich mir die Jacke gekauft, kostet 220 €, hat Protektoren natürlich. Ich habe, glaube ich, mehr ausgegeben als 220. Ich habe ausgegeben, wenn man es ganz genau nimmt, mit allem drum und dran 340 € habe ich ausgegeben. Ich habe mir noch Imprägniermittel gekauft. Ich habe für 99 € habe ich mir noch Handschuhe gekauft, Thermohandschuhe, ne, dass du hier schön im Winter fahren kannst. Ist aber trotzdem kalt mit den Dingen, wird langsam kalt. Dann brauchst du noch Griffheizung vielleicht oder so Windabweiser für die Griffe oben. Das bringt auch was, hat der Kollege gesagt, ne, wenn du so Windabweiser vorne an die Griffe machst. Dann, das reicht, dann sind die Hände geschützt vom Wind. Das reicht vollkommen aus. Ja, du brauchst keine Griffheizung. Kostet alles Energie. Ja, dann sind wir losgefahren. Nachts um 0.30 Uhr bin ich losgefahren. Schöne Helmkamera zusammengebaut. Ich habe ein paar Teile, habe ich dann erstmal suchen müssen. Da habe ich gedacht, fuck you. Wo ist denn jetzt schon wieder das Gelenk? Das passt so nicht und das passt so nicht und wo ist das Scheißgelenk hingekommen? Da habe ich die Kamera wieder so hingebracht, wie ich sie vorher hatte. Das war auch wieder so ein Ding. Weil ich habe sie doch umgebaut für den PKW, war da vorne dran geklebt, aber Fragen, er hat gewackelt wie ein Kuhschwanz. Als ich dann die Teile zusammen hatte, war schon zu spät. Naja, dann habe ich die Kamera draufgebaut, bin rausgefahren. Dann stelle ich fest, es ist arschkalt, es nebelt. Und die Kamera ist beschlagen, beziehungsweise nass. Also es bringt nicht viel, wenn ich die Kamera jetzt einschalte, weil außer Regentropfen auf der Kamera, außer Wasser, wirst du nicht viel sehen. Habe ich es gelassen. Dann habe ich gedacht, okay, schalte ich die Kamera später ein, wenn der Nebel weg ist. Durchgespessert war nicht schlecht. Naja, also es war durchgespessert durch... Ich bin durchgespessert durchgefahren. Nachts. Und wo ich dann auf der Autobahn war, oder kurz davor habe ich nochmal angehalten, dann habe ich erstmal meine Jacke und meine Hose, ich habe übrigens drei Hosen habe ich angehabt, drei Hosen,
3 habe ich erstmal meine Jacke und meine Hose den Schnee runtergeklopft, den gefrorenen Nebel. Erstmal hier schön von der Hose runtergekratzt. Alter Mann. Grad. Ja. Da waren die komplette Jacke und die Hose waren vorne weiß. Auf der Autobahn ging es dann. Da war es dann immer so kalt. Da war der Nebel weg. Der Nebel war weg und da ging es. Dann habe ich die Kamera ein Rasthof weiter habe ich dann die Kamera wieder an den Helm gemacht und dann sind wir losgefahren. Ja, sorry, ging nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt müssen wir gucken, müssen wir auf der Kamera drauf sagen. Werde ich auch den Links hochladen, dass wir das haben. Naja, dann bin ich los und dann fährt es am Boot spazieren. Reaktion. Naja, Autofahrrad. Oh, 112 Grad. Rasthof, Hannover, Wülferode. Ole, ole, ole. Ich grüße an dieser Stelle mal alle Autofahrer, die sich normal über die Autobahn bewegen und natürlich auch meine Abonnenten hier in Wülferode zum Beispiel, Hannover, Bremen, München, Dietzenbach, ne, Raum Frankfurt allgemein, Servus, ne, und wo es halt immer sein mögen. Fahrt vorsichtig, lasst euch nicht ärgern von irgendwelchen Spackos. Und wenn dich nochmal einer auf dem Zebrastreifen anmacht, einfach Bildchen von dem Arsch machen und zur nächsten Polizei gehen. Ganz einfach. Den Autofahrer ansprechen und ihm erzählen, pass mal auf. Na? Das kostet dich deinen Führerschein. Kannst du ruhig zu dem Autofahrer sagen, ich gehe jetzt zur Polizei, das will nicht deinen Führerschein kosten. Dann guckt der Autofahrer schon, du musst dann stimmen. Hauptsache der Autofahrer ist erstmal geschockt. Was solche Autofahrer brauchen wir nicht auf der Bahn. Weder hier auf der Landstraße, noch auf der Bundesstraße, noch in der Stadt, noch auf der Autobahn. Solche Leute brauchen wir nicht. Okay? Auf solche Leute können wir verzichten. Wir Autofahrer, wir normalen Autofahrer, dazu zähle ich mich auch. Wir Berufskraftfahrer, nicht Lkw-Fahrer, das ist ein Unterschied, gell? Lkw-Fahrer sind Arschlöcher. Das ist der Unterschied. Die können nicht gescheit Abstand halten, die überholen im Überholverbot. Das sind Lkw-Fahrer. Das sind keine Kollegen für mich. Die kannst du abdrängen, die kannst du in den Graben schieben. Mit denen kannst du alles machen. Wenn einer meint, er müsste neben dir rüberziehen, lass mal machen. Er sollte ruhig in die Seite fahren, dann hat er ein Problem. Das sind Lkw-Fahrer. Die können nicht gescheit fahren. Solche Leute können wir verzichten auf der Bahn. Ich will ja eigentlich nicht runterfahren, aber wir sind schon bei 115 Grad. Könnte es gleich sein, dass die Motoröltemperatur hier, das Ding leuchtet schon wie Weihnachtsbaum. Überall sind rote Lämpchen und gelbe, obwohl Ding leuchtet nicht auf. Kühler.
ich fahre trotzdem mal runter. Ich muss die Kamera machen. Ich muss mal die Kamera machen. Das muss ich einfach, ich muss das einfach jetzt machen. Das geht auch ganz einfach. Hier, guck, schau mal. Da ist noch Platz genug. Hallo, Freunde. Für das, was ich vorhabe, brauche ich eh nicht lang. Jetzt hat der Kühler sich ein bisschen... Naja. So. Ja. Wetter bei mir. Einmal. Zweimal. So, dann ist das natürlich fehl am Platz. Moment. Dann brauche ich jetzt mein Kissen. Dann brauche ich die Decke. Die Decke kommt daher. Dann kommt das Kissen. Damit die Vibration von der Kamera abgefedert wird durch das Kissen drunter. Hoppala. Naja. Sieht man die Temperatur? Sieht man, ne? 110 Grad. Motoröltemperatur. Nein, Motorkühlmittel. Alter Mann. Schmeiß ich mal darüber. Das ist auch fast leer. Das tue ich auch darüber. Kurzen Cut, bis gleich.